Ja, herzlich willkommen hier wieder in der Nutzerzentrale auf unserem Vorführplatz. Mein Name ist Georg Tauber, vielleicht schon bekannt. Ja, wir sind hier heute in unserem Vorführstudio quasi im Außenbereich und sind gerade dabei, unseren Anlagen hier ein bisschen zu sanieren. Und das wollen wir natürlich nutzen, um auch Maschinen von uns im Einsatz zu zeigen. Hier haben wir zum Beispiel unseren Vorführtisch mit einer Betonplatte. Da hatten wir mal Fliesen oder Feinsteinzeugfliesen drauf geklebt. Hier haben wir noch die Fliesenkleberreste, die wir natürlich jetzt auch entfernen müssen. Bietet sich natürlich an, da unsere Maschinen auch für zu zeigen. Hier unsere AGP G5 mit einem 125er Schleifteller drauf, und zwar der Butterfly. Dieser Schleifteller ist lasergeschweißt, hat dadurch weniger Vibrationen, einen sehr sauberen Schliff und eine sehr lange Standzeit. Gut, ich würde es einfach mal zeigen. Wichtig natürlich auch wieder hier Schutzausrüstung. Ich habe jetzt relativ schnell den Kleber entfernt. Jetzt würde ich noch ein bisschen gleichmäßig drüber gehen, um den Beton einfach noch mal ein bisschen anzugleichen. Oft haben wir jetzt das Problem natürlich, ich habe ja nicht nur Fläche, sondern habe auch Ecken, die ich vielleicht anarbeiten muss. Hierzu haben wir uns bei dem G5 auch eine Lösung ausgedacht. Wir haben hier eine Klappe, die ich vorziehen kann, einfach zur Seite. Jetzt sieht man schon, ich habe hier eine gerade Fläche und der Schleifteller schaut auch ein Stück vor. Bedeutet, ich kann jetzt wirklich bis sauber an die Kanten anschleifen. Auch das zeige ich einmal. Jetzt musste unsere Kamerafrau gerade ein bisschen nein, die hat jetzt gerade ein bisschen Staub abgekriegt. Das lässt sich nicht ganz verhindern, aber man sieht, ich komme wirklich bis sauber an die Kante dran. Gut, wir haben ja nicht nur von AGP unseren Schleifteller und unsere Schleifmaschine, sondern wir haben jetzt hier auch gerade mal unseren Staubsauger von AGP im Einsatz gehabt. Und zwar den DS25L. Das 25L, kann man sich schon fast denken, steht für 25 Liter Fassungsvermögen. Ist ein Staubsauger der Güteklasse L. Wichtig ist bei diesem Sauger, ich kann ihn als Nass- und Trockensauger benutzen. Hat 1600 Watt. Wirklich ausreichend leistungsstarke Maschine, um zum Beispiel für solche Einsätze zur Geltung zu kommen. Gut, jetzt haben wir ja schon die Fläche und die Kanten können wir so bearbeiten. Oft haben wir aber jetzt noch das Problem, wenn ich zum Beispiel eine Fliese austausche, dass ich nicht in die Ecken reinkomme. Dazu haben wir natürlich auch ein Werkzeug. Ich komme einmal rum. Hier haben wir unseren Mini-Schleifteller mit 5 cm Durchmesser. Ich zeige das schon mal händisch. Hiermit komme ich wirklich schon fast bis in die Ecken rein. Den Rest kann ich dann wirklich mit einem kleinen Stemmeisen einfach sauber rauspicken. Auch das zeige ich einmal. Ganz einfach auf die Flex montiert, ist auch ein M14 Gewinde. Und würde es jetzt auch einmal demonstrieren. Also man sieht schon, ich habe wirklich fast bis sauber in die Ecken konnte ich reinschleifen. Hier sind natürlich noch die Staubrückstände. Vorsichtig mit einem kleinen Stemmeisen, wie gesagt, einmal ein bisschen nachgepickt und schon habe ich ganz saubere Kanten. Ohne dass ich halt Gefahr habe, bestehende Fliesen, die ich nicht beschädigen möchte, kaputt zu machen und mit Abplatzung oder sonstigen. Ich hoffe, die Vorführung hat euch gefallen. Über ein schönes Feedback würden wir uns natürlich freuen. Bleibt gesund, macht's gut, euer Georg.